Willkommen zu meinem Video. Heute gibt es mal ein kleines Reaktionsvideo. Ihr habt gesehen, in meiner Telegram-Gruppe ist hier fleißig diskutiert worden über das neueste Video von Hopf Klinkmüller Capital Management, relativ großer Kanal, der was hauptsächlich Trading-Signale verkauft auf seiner Webseite mit Elliott Wave. Und wir werden uns mal kurz in das Video reinschauen, was hier gesagt wird. Und ja, ich muss hier auf alle Fälle einiges auch dazu sagen. Wir werden uns das Ganze einmal gemeinsam anschauen. Nun herzlich willkommen zu einem Video. Heute schauen wir uns einmal, heute machen wir eine Reaktion. Tendenziell ist es nicht ganz mein Stil, aber wir werden jetzt einmal auf das neueste Video von diesem YouTube-Kanal eingehen. Hier wird also gerade mal im Kontext, diese Leute hier auf dem YouTube-Kanal, die haben eine Webseite und die verkaufen Trading-Signale, Buy- and Sell-Signale, arbeiten hauptsächlich mit Elliott Wave, so wie sie das auch kommunizieren. Und die haben sozusagen ein so eine Art Altcoin-Paket, wo sie eben diese Analysen für gewisse Altcoins machen. Hier lassen sie immer die Community abstimmen, welche neuen Altcoins sie dieses Altcoin-Paket mit aufgenommen werden soll, wo sie dann die Analysen durchführen. Einer Community hat mit zum größten Teil für DeFi-Chain gestimmt und jetzt sind sie sozusagen gezwungen gewesen, sich den Chart von DeFi-Chain anzuschauen. Bei dieser Analyse, wenn man das überhaupt so nennen kann, es ist eher Meinung ohne wirkliche Analyse, warum der Chart so ausschaut und mit was der wirklich korreliert. So, wir gehen einmal kurz rein und dann werden wir sehen, was hier gesagt wird. Vorher ist natürlich so, also es ist im Prinzip so gewesen, dass die auf Julian Hosp eingegangen sind. Im Endeffekt am Anfang ist gesagt worden, ja, hier wird nicht gewertet hin und her, aber dann wird fast 2 Minuten nur über Julians Vergangenheit geredet. Das ist nicht, also sie sagen, sie machen ihre Entscheidung nur von der Analyse abhängig vom Chart, aber rollen dann sozusagen vom Co-Founder von Cake DeFi die Vergangenheit auf. Weiß ich nicht. Also zuerst sagt man so und dann macht man es halt ganz anders. Ja. Aber mei, wie gesagt, jetzt gehen wir mal rein. Ja, danke Philipp. Also ja, ich glaube eher, es wird wahrscheinlich andersrum sein, dass es für uns jetzt die Top-Entscheidung sein wird, diesen Coin im Zweifel eben nicht aufzunehmen. Ja. Was auf alle Fälle total legitim ist, gell? Es ist natürlich eine Entscheidung, wie sie ihre Produkte sozusagen managen. Wenn sie DeFi-Chain nicht aufnehmen wollen, ist es natürlich komplett legitim. Ich habe ja null dagegen. Das ist ja nicht einmal, es ist gar nicht der Kritikpunkt. Wenn sie das nicht wählen, dann ist es vollkommen in Ordnung. Das einzige, die Argumente, die werden wir jetzt einmal schauen, ob wir sie ein bisschen entkräften können. Mal ein bisschen weiter auszuholen. Grundsätzlich ist ja Elliott Wave oder generell jeder Markt ist ja davon auszugehen, dass dieser Markt in sich übergeordnet immer in einer Aufwärtsbewegung mit entsprechenden anschließenden Korrekturen befindet. Ja. Und das ist halt eine Grundvoraussetzung dafür, dass ein Wert quasi überleben kann, langfristig gesehen. Ja. Und die einzige Ausnahme, die das, sage ich mal, sonst bildet, sind Währungspaare, ja, weil wir es da ja nicht quasi mit einem Asset zu tun haben, was in einer Währung ausgedrückt wird, sondern zwei Währungspaare, die gegeneinander laufen und die quasi gegeneinander aufwerten oder abwerten. Da habe ich aber immer ein Paar. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, was auch bei DeFi-Chain zum Verstehen ist. Wir haben diese Währungspaare. Auf das werden wir dann gleich eingehen, wenn ich dann zu meiner Analyse komme. Was in der Long Run trotzdem immer den Trend vorgibt. Ja? Also ich habe immer eins, der wertet auf langfristig oder der wertet langfristig eben gegen die andere Währung ab. So kann man das immer definieren. Also auch da gibt es einen klaren Trend, ja? Grundsätzlich betrachtet. Ja? Das muss man einfach so anerkennen. Ja, ist auf alle Fälle richtig. Das sieht man ja bei den Währungen, Dollar, Euro, da hat man auch einen Chart, kann man bei TradingView alles einsehen. Und da, wie er schon richtig gesagt hat, ist eben Abwertung und Aufwertung gegenüber der anderen Währung. Ja. So, ich habe mir jetzt hier den Chart angeguckt von DeFi Chain und da ist
nichts dieser Faktoren ist in diesem Chart erkennbar. Das ist mal der eine Punkt. Ja. Ich habe hier weder eine klare Struktur, ich habe hier einfach keine klare Impulsstruktur, ja. Noch habe ich eben die Situation, dass das jetzt irgendwie gegen eine andere Währung auf- oder abwertet. Ja. Und jetzt gut, das ist einmal der erste Punkt. Das heißt, hier ist gesagt worden, dass hier keine klare Struktur erkennbar ist. Im Endeffekt werden wir das jetzt gleich einmal angehen. Wie gesagt, wenn man sich ein bisschen mit der DeFi-Chain auseinandergesetzt hat, dann weiß man, dass das hauptsächliche Volumen, wenn man hier sieht, nicht auf den normalen Exchanges, also auf den zentralen Exchanges getradet wird, sondern auf der DEX. Das heißt, die Preisfindung findet immer auf der DEX statt, dort wo die meiste Liquidität vorhanden ist. Wie man schon sehen kann, hier auf Bittrex haben wir zum Beispiel hier 700.000, 500.000, KuCoin 300.000 im Moment die letzten 24 Stunden, und man sieht, man hier prozentmäßig ist hier sehr wenig los. Wenn man hier auf unsere DEX schaut, egal in welchen Währungspaare, also wir haben hier auch Währungspaare, und genau das ist der Match, gegen den wir sozusagen spielen, da wir große Liquidity Pools haben, die eben miteinander korrelieren. Und hier sieht man schon, hier sind wir knapp bei 8 Millionen, und hier zum Beispiel beim Bitcoin Pool sind wir bei 6 Millionen, 6,4 Millionen. Wenn Sie hier zum Beispiel auch einmal den Explorer auf der DeFi-Chain bemüht hätten, dann hätten Sie auch gesehen, dass in den größten Pools DUSD zu DeFi ca. 8,5 Millionen in den letzten 24 Stunden getradet worden ist. Das heißt, um ein Vielfaches mehr als wir auf den zentralen Exchanges, und hier sind wir fast 300 Millionen groß, was die Liquidität angeht, bei Bitcoin DeFi 6,6 Millionen Trading Volumen in 24 Stunden. Das heißt, der Chart, den was man hier für eine aussagekräftige Entscheidung herangezogen hat, ist nicht wirklich aussagekräftig. Wir werden jetzt einmal ganz kurz auf den Chart eingehen. Das hier ist der Bitcoin-Chart. Ihr habt das bei mir schon öfter gesehen. Also ich arbeite jetzt nicht mit Elliott Wave. Ich treffe meine Entscheidung eher fundamental. Ich nehme gewisse Indikatoren in meine Entscheidungsfindung mit auf, und ich arbeite gern mit gleitenden Durchschnitten, die ganzen Moving Averages. So, wenn man sich das Ganze jetzt anschaut, zum Beispiel ich ziehe den DeFi-Chart von KuCoin, da auf KuCoin nur relativ viel Volumen ist, und wenn man den Chart jetzt vergleicht, wir haben hier ein fettes Wick nach oben, wo wir den Hype gehabt haben vor den Aktientoken Launch, haben wir sehr viel Buy Pressure gehabt, hier das gleiche, aber wenn man sich den Chart so overall anschaut, sind die fetten Wicks, die was man hier zum Beispiel jetzt in diesem Video sieht, gar nicht vorhanden. Diese Wicks kommen von den zentralen Exchanges, wo wenig Volumen vorhanden ist. Hier kann man mit relativ wenig Geld sowas erzeugen. Ich kann versichern, wenn ich auf eine kleine Exchange gehe, diesen Chart hernehme, kriege ich auf alle Fälle so eine mittlere Candle mit meinem Kapital auch zusammen, wenn ich das will. Kein Problem. Und ich bin ein kleiner Fisch. Es gibt Whales, die sagen, passt, ich kaufe jetzt halt DeFi noch, um ins Liquidity Mining zu gehen oder sonst irgendwas zu machen. Und die kriegen solche Wicks bei kleinen Exchanges auf alle Fälle leicht hin. Jetzt hat gehen wir mal drauf ein, wir schauen uns einmal das Ganze bei Bitcoin an. Und hier ist gesagt worden, dass keine wirkliche Korrelation zu anderen Währungen herrscht, was falsch ist. Wir werden uns das Ganze anschauen. Hier, wir werden uns den KuCoin-Chart, den was wir hier haben, jetzt einmal dazulegen. Und dann werden wir sehen, dass wir hier auf alle Fälle Korrelationen haben. Wir haben hier Bitcoin, na, wir haben Aufwärtstrend. Also DeFi-Chain ist ja noch nicht so alt wie Bitcoin, hat der Chart erst hier angefangen, aber wir haben hier einen klaren Aufwärtstrend von Bitcoin, ebenfalls bei DeFi-Chain, wir sind relativ spät, haben wir den Top gefunden, aber overall haben wir diesen Aufwärtstrend mitgenommen. Dann haben wir einen Abwärtstrend gehabt, das Summer Low im Sommer letzten Jahres, DeFi-Chain ebenfalls nach unten gegangen. Dann sind wir nach oben gegangen mit Bitcoin, ebenfalls bei DeFi-Chain. Sind wir nach unten, das gleiche, wieder nach oben und haben hier, da wir eben hier diese Stock-Tokens gelauncht haben, haben wir hier unser Top gehabt.
haben aber uns dann auch nicht halten können, weil der Markt im Allgemeinen nach unten gegangen ist, DeFi hat das Gleiche gemacht. Und hier sieht man schon eine sehr starke Korrelation zu Bitcoin. Und warum ist das der Fall? Da wir 300 Millionen in dem BTC DeFi Pool haben. Und wir haben das sehr oft gesehen, speziell wenn Bitcoin performt hat und Altcoins geblutet haben, hat DeFi-Chain genau gleich wie Bitcoin performt. Und das hängt an der starken Korrelation und dem großen Liquidity-Pool auf der DeFi-Chain selber, da diese Coins sehr stark miteinander korrelieren. Hier auf alle Fälle, das muss man natürlich wissen, wenn man eine Analyse überhaupt über ein Projekt macht. Wenn man es jetzt rein vom Return ansieht, dann hätte man auch sehen können, wenn man sich Bitcoin und DeFi anschaut, dann sieht man auch, dass DeFi Bitcoin sogar outperformed hat, über das ganze Jahr eigentlich. Wir sind hier teilweise von 3.500 Satoshis rauf auf 12.000. Das heißt, wir haben Bitcoin brutalst outperformed. Jetzt kommen wir wieder zurück, da einfach der komplette Markt nachgibt. Hochen wir mal weiter, was hier gesagt wird. Kommt hier aber nochmal was ganz anderes hinzu, ja, und das ist eben, wenn ich mir diesen Chart anschaue, sind diese hochverdächtigen Spikes, die wir hier überall haben. Ja? Also sprich, wenn wir uns das hier mal ein bisschen reinzoomen, wir sehen hier überall, diese Kerzen haben hier unglaubliche Dochte, ja, auch hier nach unten, ja, und erzeugen hier ein völlig zerstörtes, nicht natürlich organisch gewachsenes Chartbild, ja? Sondern das sieht hier alles aus meiner Sicht einfach extrem künstlich aus, was hier erzeugt ist im Chart. Ja? Das liegt einfach daran, dass dieser Chart, da die Liquidität einfach sehr gering ist und mit wenig Geld der Preis auf der zentralen Exchange durchaus bewegt werden kann, wie schon erwähnt. Und durch diese Spikes haben wir halt überall hier sowohl nach oben als auch nach unten einfach Überlappungen, die es einfach nicht möglich machen, diesen Chart hier wirklich vernünftig zu analysieren, beziehungsweise hier wirklich davon auszugehen, dass es sich hier um ein organisches Chartbild handelt, was tatsächlich auch von den Marktteilnehmern eben hier generiert wird, weil solches... Wie gesagt, die Preisfindung im Endeffekt basiert auf der DEX, wo auch die meiste Liquidität getradet wird. Spikes, also so eine Chart-Situation wie das hier, habe ich noch nie gesehen und ich habe mir schon vieles angeschaut. Ja. Vollkommen legitim. Wie gesagt, ich muss schon sagen, wenn man sich den Chart jetzt so anschaut, schaut es auf alle Fälle komisch aus. Aber da ist natürlich dann gefragt, dass man dem Ganzen mal genauer nachgeht. Schaut vor allem, wenn man eben einen Chart analysiert, muss man auf alle Fälle auch schauen, wie schaut überhaupt die Liquidität dieses Coins aus, dem was ich mir überhaupt anschaue? Ist auf alle Fälle sehr wichtig. Das wäre gerade meine Frage gewesen an dich. Hast du das schon irgendwo einmal... Ich habe sowas noch nie gesehen. Noch nie? Nein. Noch weder bei einer Aktie noch bei irgendwas anderem. Ja. Also ich mache das jetzt hier schon ein paar Jährchen, so etwas wie das hier habe ich noch nie gesehen. Das sind einfach hier alles ganz, ganz große Alarmsignale, die ich hier sehe in diesem Chart. Darüber hinaus, selbst wenn wir jetzt mal diese Spikes wegnehmen würden, ja, sagen wir mal, okay, wir ignorieren die, und ich habe auch hier sämtliche Börsen geschaut, wo ich den Datenstream herbekomme, die sind überall da, also das ist nicht irgendwie ein Fehler. Ja, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Wie man sehen kann hier bei KuCoin, hält es sich nur in Grenzen, und ich habe auch hier recht gute Chartanalyse machen können. Wie ihr sehen könnt, ich habe ja hier auch meine Entscheidung getroffen, dass ich verkaufen werde. Habe aber den Bitcoin-Chart zur Entscheidungsfindung herangezogen. Das heißt, aufgrund von nicht erreichen, also nicht durchschlagen von gewissen Moving Averages, habe ich die Entscheidung getroffen, DeFi vorerst in DUSD zu tauschen. Und warum? Weil ich gewusst habe, dass eben diese starke Korrelation vorhanden ist. Oder so, sondern die sind einfach überall existent, diese Spikes. Ja. Und selbst wenn wir die wegnehmen, bleibt immer noch die Tatsache, dass dieses gesamte Chartbild hier kann ich nur korrektiv zählen. Ja, also sprich, es gibt hier nichts,
weder in dieser Bewegung noch hier oder sonst was, was sich in irgendeiner Form übergeordnet als Zusammenhang der Aufwärtsbewegung erweist. Wenn man sich den Chart anschaut, dann haben wir hier schon, also DeFi-Chain ist ja noch nicht so alt. Im Endeffekt, wir haben gestartet bei 17 Cent auf der Exchange LaToken. Das heißt, wir haben nicht so viel Daten. Das ist ja nur ein super junges Projekt, ne, im Endeffekt. Wir haben hier einige Touchpoints. Also wir haben hier zum Beispiel bei dieser grünen Linie eine Aufwärtsbewegung, klar. Und wir haben uns sehr stark eben in den letzten zwei Jahren am Bitcoin orientiert. Durch diese große Liquidität auf der DEX. Genau. Im Moment schaut es noch ein Aufwärtstrend aus. Tendenziell gehe ich eher davon aus, dass wir, falls der Markt noch tiefer geht, auch tiefere Preise sehen. Allerdings ist es quer durch die Bank. Also es gibt kein wirkliches Altcoin-Projekt, das was sich in einem Bärenmarkt wirklich oben hält. Bestes Beispiel zum Beispiel Cardano. Cardano habe ich gekauft 2017, wo es rauskommen ist, bei 3 Cent und habe es zum gleichen Preis im Bärenmarkt im Zyklus danach ebenfalls um 3 Cent wieder gekauft. Das heißt, wenn man sich das jetzt so überlegt, okay, ein tendenzieller Aufwärtstrend, das ist eventuell im Aktienmarkt so, aber wir sind hier im Krypto und hier haben wir unsere Zyklen und hier kann es durchaus sein, dass wir krasse Abverkäufe sehen, obwohl sich der Wert oder das, was das jeweilige Projekt macht, null verändert hat oder sogar gewachsen ist und der Preis einfach aufgrund des jeweiligen Zykluses in die Binsen geht. Dahingehend denke ich persönlich, dass sich diese Analogie von einem permanenten Aufwärtstrend langfristig eher nur auf Bitcoin, vielleicht sogar schon auf Ethereum anwenden lässt, aber viele andere Projekte, so gut wie ja, fast alle anderen Projekte, extrem von diesen Zyklen abhängig sind und natürlich von dem, was Bitcoin macht. So, schauen wir weiter. Mhm. Ja, also okay. Sprich, hier fehlt jegliche Grundlage davon. Das bedeutet halt, dass ich hier einfach extrem große Sorge habe, ja, dass, weil die Chartbilder sich halt auch in ihrer Grundsubstanz halt eben sehr, sehr ähneln, ja, dass wir es halt hier möglicherweise mit dem nächsten Terra Luna zu tun haben. Ja, und das ist schon mal eine knackige Aussage, muss ich zugeben. Terra Luna ist ja im Endeffekt kollabiert und hier wird sozusagen gesagt, dass DeFi-Chain das neue Terra Luna ist, aufgrund von was? Aufgrund von einem Chart, von einer zentralen Exchange, wo kaum Volumen vorhanden ist, wo große Spikes zu sehen sind, da mit wenig Kapital hier durchaus der Preis bewegt werden kann und deswegen diese Spikes zustande kommen. Das sollte man allerdings wissen, wenn man eine Chartanalyse macht, beziehungsweise sich die Liquidität auf den unterschiedlichen zentralen Exchanges anschaut. Und man hätte das auf alle Fälle gesehen, dass die meiste Liquidität, 80% übrigens, gar nicht auf die zentralen Exchanges getradet werden. Das heißt, man nimmt hier einen Chart, der eigentlich sehr wenig Aussagekraft hat. Ja, und übersieht komplett die Korrelation mit Bitcoin und dass DeFi über das letzte Jahr Bitcoin outperformt hat. Das tut man auch vernachlässigen. Das heißt, hier ist, wie gesagt, hier ist sehr grob, also sehr, sehr grob ist ein Projekt analysiert worden, was sehr viel komplexer ist wie viele andere Projekte oder viele andere Hype-Projekte da draußen, speziell die Projekte, die was in ihrem Altcoin-Paket vertreten sind. Denn viele dieser Projekte, die was in diesem Paket vertreten sind, sind Hype-Projekte, die was gut performt sind, was eine große Community haben, aber mehr nicht. Ne? Sehr viel Hopium. Wenn man sich ein bisschen genauer mit der DeFi-Chain beschäftigt, dann kommt man relativ schnell drauf, dass das sehr viel komplexer ist, wie man sich am Anfang vielleicht denken mag. Das Ganze mit Terra Luna zum Vergleichen ist auf alle Fälle eine harte Ansage,
Vor allem, wenn es auf so eine Analyse basiert. Was ich ehrlich sagen muss, absolut keine Analyse ist. Das ist wildes Dahergebrabbel und mehr nicht. Ja, denn hier wurde sich null mit der Thematik auseinandergesetzt. Und bei der Größe von dem Kanal ist das auf alle Fälle macht das kein gutes Bild, was diese zwei Herren angeht. Hören wir weiter. Okay, krasse Aussage. Ist eine krasse Aussage. Ich sag mal auch hier gleich vorab, das ist eine reine Betrachtung von unserer charttechnischen Sicht. Wir kommen aus dem Elliott Wave Bereich. Wir schauen uns in allen unterschiedlichsten Asset-Klassen Charts an und ich würde sagen, als Philipp Klinkmüller, als Nostradamus der Chartanalyse, der wahrscheinlich... also wirklich, wenn das der Nostradamus der Chartanalyse ist, also was ich so gesehen habe jetzt hat, im Moment, also wenn so die Analyse gemacht wird, dann, naja, dann könnt ihr meinen Neffen, meinen vierjährigen auch Chartanalyse machen lassen. Dann kommt wahrscheinlich was Gescheites aus, als wir das. Und das hat wirklich null Hand und Fuß gehabt und es wurde sich absolut nicht mit der Materie auseinandergesetzt. Wahrscheinlich tagsüber über Charts nachdenkt und nachts über Charts träumt. Wenn du sagst, du hast sowas noch nie gesehen und das ist ein völlig abnormales Chartbild und diese Spikes kennst du so nicht. Ich muss auch sagen, ich habe das so, ich weiß auch gar nicht, was das zu bedeuten hat, warum diese Charts da drin sind. Und von ganz genau. Und da ist wieder was gesagt worden. Sie wissen nicht, was das zu bedeuten hat. Wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann hätte man rausgefunden, warum das so ist. Und das, was ich hier sehe, macht mir sehr große Sorgen. Ja, und das kann ich auch nicht verantworten, da auch überhaupt irgendwas auch fantasiemäßig jetzt hier zusammen zu analysieren, weil das wäre... Genau das ist das, was derjenige gemacht hat, fantasiemäßig zusammen analysieren. Ganz genau das ist hier gemacht worden. Entscheiden wir uns hier ganz klar dagegen, diesen Wert hier mit aufzunehmen. Absolut legitim. Wenn man das sozusagen in dieses Altcoin-Paket, was meines Erachtens eh fragwürdig ist, nicht mit aufnehmen will, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber wie gesagt, hier hinzugehen mit einer sehr, 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 sehr spärlichen Analyse, ein solides Projekt als zweites Terra Luna hinzustellen, nur weil man selber nicht imstande ist, ein bisschen mehr Initiative bei der Analyse zu zeigen, ist auf alle Fälle, wirft auf alle Fälle kein gutes Bild auf diese zwei Herren. Ja, ich möchte auch noch mal eine Sache noch vielleicht anmerken. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin hier wirklich hier komplett unvoreingenommen. Ich weiß noch nicht mal wirklich genau, was dieses Ding macht. Also und da haben wir wieder eine wahre Sache. Er weiß nicht, was das Ding macht. Wunderbar. Da wissen wir schon, es wurde sich null damit auseinandergesetzt. Ja? Ist es mir auch völlig egal, ehrlich gesagt, weil ich habe mir nur den Chart angeschaut und wir hatten ja da schon neulich drüber gesprochen. Da hatte ich dir das ja schon gesagt, ich weiß nicht mal, was die genau treiben. Ja, es ist mir auch völlig egal, ich sehe einfach nur den Chart und das ist das, wie gesagt, was wir hier bewerten können. Alles andere... Ja, ist auf alle Fälle eine sehr, sehr eingeschränkte Sicht der Dinge, speziell im Kryptomarkt. Wenn man das bei Aktienanalysen macht, mag das vielleicht gut funktionieren, gell? Wenn man sich rein den Chart anschaut. Aber im Kryptomarkt sind wir sehr abhängig, vor allem was Bitcoin macht, was in welchem Bereich wir uns vom Zyklus befinden. Speziell im Moment auch, was die globalen Märkte machen. Wie schaut es aus mit dem Money Printing, mit den Zinserhöhungen und so weiter? Wie sind die globalen Märkte unter Druck? Die Korrelation zwischen Bitcoin und den traditionellen Finanzmärkten und so weiter und so fort. Hier lässt sich auf alle Fälle keine Entscheidung herbeiführen, nur aufgrund von der Betrachtung von einer zentralen Exchange, wo super wenig Volumen vorhanden ist, um da ein Projekt zu bewerten, was unglaublich viel Mehrwert bietet. Meines Erachtens ist hier, ja, war das auf alle Fälle ein Griff ins Klo von den zwei Herren hier und wirft kein gutes Licht auf deren Analyse
Techniken. Und ich muss sagen, wenn hier, wenn die Analyse bei allen anderen Altcoins bzw. Akten ebenfalls so abläuft, dann würde ich auf alle Fälle hier diesen Herren bei der Entscheidungsfindung nicht vertrauen. Das ist eigentlich alles, was ich so sagen kann. Wir haben ja einiges jetzt aufgerollt, wir haben einiges besprochen. Tendenziell, ich weiß nicht, was sie mit diesem Video eigentlich bewirken wollten. Es ist auf alle Fälle, ich verstehe es nicht, warum man das so oberflächlich oberflächlich, es ist ja nicht einmal oberflächlich bewertet worden, es ist einfach nur, der Chart schaut komisch aus, die Tochter sind groß, ich habe zwar mich null damit beschäftigt, was die Blockchain macht, was da gemacht worden ist, und es ist mir auch egal, aber schaut für mich noch einen zweiten Terra Luna aus. Entschuldigung, ist es euer Ernst? Also da muss man ehrlich fragen, ist es wirklich euer Ernst? Also ohne Worte, ich kann nicht mehr viel dazu sagen. Absolut unglaubwürdig, ich kann nur sagen, schlecht. Einfach nur schlecht. Gut, das war's aber jetzt mit meiner Meinung zu diesem Video. Ich kann nur sagen, es ist ohne Worte, ich kann nicht viel mehr dazu sagen. Mir tun die Leute leid, was Geld für das Wissen von diesen zwei Herren bezahlen. Das ist auf alle Fälle Fakt. Gut, das war's mit diesem Video. Auf alle Fälle wünsche ich jedem noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch solche Videos gefallen, gebt mir gerne ein Like auf das Video und vergesst meinen Channel zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder.